eine Kirche wertvoller als der Kampf konfessioneller politischer Verbände, die in ihrer koalitionsbedingten Kompromisspolitik personelle Vorteile für Parteianhänger stets erkaufen müssen mit der ideellen Preisnahme. Wer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gerettet. Fähigkeit!